Ja, moin Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zum Let's Play von Stray. Wir haben uns gerade mal kurz gekratzt, ja, hin und wieder juckt uns mal was. Okay, wir haben es jetzt endlich geschafft, unsere Antenne zum Starten zu bringen. Wir haben hier schon die Notiz auch schon beim letzten Mal mitbekommen, dass wir jetzt einen Code haben, um ein Fenster zu öffnen. Welches Fenster? Ah, hier ist ein Fenster, hier ist ein Code. Oh, was? Übersetzen? Außenweltler. Okay. Ja. Alter, dieses Bild. war dieser Kühlschrank letztes Mal schon so offen? Ah, ich weiß es nicht mehr. Plump. Oh je, invertierte Steuerung. Wir lieben es. Aber ich komme damit einigermaßen klar. Aber. Also, wir laufen trotzdem in Zickzack. Also, es ist nicht die invertierte Steuerung. Das ist eine Steuerung, die in drei Richtungen geht. Aber ich komme klar. Schönes Spielzeug. Okay, B12, bitte Passwort. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet, es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Ah, nein. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O oder war es ein großes O? Oh. Schauen wir mal. Erfolg. Es hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Ja. Auf zur Bar. Oh, wie schön. Oh, hier ist alles so rot, ne? Es ist. Okay, dann wollen wir jetzt mal wieder abwärts. Bin ja gespannt, ob sich hier jetzt auch ein bisschen was verändert hat, jetzt wo wir quasi live sind, gefühlt. Hui! Ich will weiter runter. Da ist noch eine ganze. Fensterdingens. Kommt man da irgendwie ran? Vielleicht war ich da auch schon mal, ich weiß es nicht. Dich kennen wir schon, oder? Ja, Hector kennen wir schon. Wo wollen wir lang? Obwohl, wir haben ja noch. Warte mal, lass mich mal ganz kurz meine Ausrüstung mal anschauen. Wir haben geheimnisvolles Passwort. Ja, das ist immer noch irgendwie so ein komisches Thema, aber vielleicht kommt das ja jetzt. Wir haben einen Poncho, für den müssen wir jetzt irgendwie was nutzen. Dann haben wir immer noch ein Notenblatt, was wir abliefern müssen. Und wir haben zwei Enders. Na schön. Genau, da unten ist die Bar. Boah, wieso ist das gerade so komisch gewesen mit dem Laufen? So, dann wollen wir erstmal hier wieder runter. Hier runter. Ems. Ems. Runter. Moin. Bis später. Ich komme da später hin. Ich will erstmal was abliefern. So. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ja, ich habe hier noch eins. Da habe ich die Ecke schon gegeben. Geringfügig wichtige Information. Der hier wurde von einem renommierten Algorithmus verfasst. What? Oh. Wenn die Gitarre doch bloß ein bisschen besser gestimmt wäre. Lass uns Momo finden. Er scheint aufgeregt zu sein. Mal sehen, was da los ist. Was? Ich will aber da rein. Ich will schauen, was da drin ist. Oh mein Gott. Na gut, so. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Die sind immer noch am Putzen? Auch nicht schlecht. So, hier ist die Bar. Hey, kleines Fellknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Okay, cool. Jetzt wird's mega interessant hier. Oh. Und nun? Passiert nichts. Jacob, Mitarbeiter des Monats September XX27. Oh, Musik, Hilfe. Mit Billy sprechen. Willst du etwas?
Keine Ahnung, hier. Das ist sehr alter Binärcode. Hast du einen alten Technikfreak? Kann er lesen? Ja, super. Achso, der will, dass ich darauf gehe. Ah. Oh. Aua. Ja, mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Schade, dass man darauf jetzt nicht so viel erkennt. Hab es fast geschafft. Okay, was ist denn da? Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das, Balsatasa? Mono? Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Balsasa. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir... Oh mein Gott. Wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo? Hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zog's überall. Oh Gott. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich weiß es nicht. Spazaza ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn Spazaza es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Hä? Samus. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zugs. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich hier nichts an. Ah. Okay, bye bye. Das sind ja Motivationswörter hier. Samus. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zugs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Samus war seitdem nie mehr derselbe. Oh. Hör nicht auf Samus. Er hat nur Angst, wo, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Samus. Komm schon, folge mir. Ich will mich aber auch noch weiter umschauen. Und Dinge tun und keine Ahnung. Aha. Du verstellst also die ganze Zeit die Mucke. Alles klar. So, aber lass mal ganz kurz nach oben hier. Mit Carl sprechen. Achso, du bist hier dieser Zeitungsmeister. Aber das mit dem Passwort. Ich meine, es hat was mit der Bar zu tun. Und wir sind in der Bar. In so einer... Oh. Aber keiner weiß. Ich meine, so richtig eine Zahlenkombi habe ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht gesucht, oder? Aber hier gibt es auch so viele Zahlen. Also wir brauchen auf jeden Fall was Vierstelliges. Aber hier sind so viele vierstellige Nummern. Blickt doch keiner durch. Quietsch, quietsch, quietsch. Schön am Reine machen hier. Ja, aber es ist trotzdem immer noch eine große Frage, wie...
da jetzt rankommen soll. Wo waren das jetzt nochmal? Hä? Was machst du denn? Okay. Ich glaube, das muss ich nicht unbedingt verstehen. Verdammt, ich habe leider immer noch keinen Hinweis zum Code. Weil was wir natürlich machen könnten, ist einfach random Nummern eingeben. Aber ich weiß nicht. Wir können ja mal versuchen, mit diesen Ziffern hier was anzufangen. Aber keine Ahnung, das sind zu viele Ziffern. Soll ich mir die alle aufschreiben? Oh, oh, oh. Oh. Was? Olaf gleich 7? Was soll das sein? Also 1, 2, 8, 3. Eins, zwei, acht, drei. Eins, zwei, acht, drei. Ich komme. Eins, zwei, acht, drei. Eins, zwei, acht, drei. Yes, es ist Notenblatt. Nice. Einfach mal Notenblatt da drin versteckt. Warum? Alles nur für einen verdammten Notenblatt. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du hast noch mehr? Ja, ich habe hier noch was. Unleserliche Notenblätter. Hm, kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Okay, na, das kann ja jetzt was werden. Okay. Was zur Hölle? Und das alles nur für diese verdammten Notenblatt. Oh. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Ich habe leider nicht noch mehr. Wie viel habe ich denn dir jetzt eigentlich schon gegeben? Ah, verdammt. Hast du das gehört? Sein Papa hat eine zur Kampfwaffe gebaut. Das könnte unser Weg zur nächsten Ebene sein. Wir müssen ihm folgen. Okay, ich habe nur gerade keinen Plan, wo er jetzt hin ist. Okay, wir müssen jetzt erstmal noch diesen Erinnerungsfetzen hier mal schauen. Kümmer mich um die Pflanzen der Menschen. Haben enorm verbessert. Warte mal, das hatten wir doch schon mal. Erinnerung. Ich will natürlich versuchen, auch die 100% zu bekommen. So, was ist das hier jetzt? Man erkennt es leider nicht so richtig. Auch das hier. Okay, auf jeden Fall einer mit so einem Besen. Was bist du denn hier für einer? Schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du solltest mal den Tauschhändler besuchen. Dort gibt es für jeden etwas. Okay. Dass ich mit dem noch nicht gesprochen habe, ist auch interessant. Ja, aber hier, das hier, ne? Nochmals hallo, was willst du? Es ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energies. Ich habe nur 2. Das ist auch noch so ein Ding, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch Energy Drinks finden. Also mindestens eine Dose. Eine Dose Energy. Olympia High School
Tauschhändler, Super Spirit Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Okay, aber hier ist jetzt eigentlich nichts Interessantes mehr dabei, würde ich fast sagen. Komische Viecher. Oh. Achso, es war nur ein X. Okay. Nichts Besonderes. Okay, also wir müssen auf jeden Fall irgendwo jemanden finden mit einem Wischmob. Beziehungsweise mit so einem Besen. Aber wo? Aua. Hä? Er ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nichts. Dass es nicht die Zirks waren. Was? Was? Wie? Wo? Okay, hier ist einfach mal gar nichts. Weiß ich, ich will Secrets lösen. Ja, das Ding ist so komisch. Hä? Okay, wir müssen mal schauen. Er kramt immer noch im Müll herum. Auch nicht schlecht. Was steht denn hier noch dazu? Wahrscheinlich Laumas Elliot Programmierung. Ja, nee, dann ist das alles bekannt. Hier ist doch nichts. Wonach suche ich eigentlich? Also im Grunde suche ich hier... Na, obwohl, das hier könnte nach einem Dach ausschauen. Und das hier... Roter Boden, beziehungsweise rötlicher Boden. Das ist auf jeden Fall in einem Haus, wie das scheint. Mit einem Besen. Okay, hier ist mal ein Besen, aber ich glaube, das ist nicht das Richtige. Okay, müssen wir erstmal schauen. Weil ich würde das schon ganz gerne auch herausfinden. Ist natürlich die Frage, wo ist das? Also hier mit Sicherheit nicht mehr. Hier sind wir ja fertig. Mal hier noch irgendwas Interessantes. Oh, was haben wir denn da? Achso, das Ding hatten wir schon mal. Das ist sogar einer der ersten, die ich eingesammelt hatte. Eieieiei. Okay. Lauf nach oben. Weil ich keinen Plan habe, wo es genau hingeht. Liebe das Wetter momentan. Okay. Auch nicht schlecht. Joink. Könnte das hier sein? Das hier ist, wo man sich ja nur so lang macht. Okay, nee. Also hier würde ich sagen, ist nix. Das Aufstehen dauert so lang. Ah, Strecken. Gut. Mein Freund und ich spielten total gerne Eimer werfen. Ein guter, sauberer Spaß. Unser Nachbar unter uns ist da anderer Meinung, deshalb machen wir jetzt eine Pause. Oh. Geräusche teilweise. Okay, aber wir haben auf jeden Fall was mit dem Dach zu tun gehabt. Also hier, das muss ja eigentlich hier sein. Weil das ist ja noch Anfangsgebiet und... Das gehighlightete war ja irgendwo hier. Oh. Hab ich mit dir schon mal gesprochen? Ja doch, warte mal, du bist doch hier. Nee, hä?
gucken. Ein bisschen hier abschaben hier. Ratsch, 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 ratsch. Okay, hier ist schon mal nichts. Komische Geräusche. Oh, hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen, aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Vielleicht, weil ich einfach süß bin? Gut, cute Kätzchen, muss man doch kraulen. Okay, aber jetzt komme ich so langsam an einem Punkt, wo ich wirklich nicht weiß, wo sollen diese Dinger sein, die ich da in meiner Erinnerung brauche. Na, warte mal, ist das ein Foto von jemandem? Und das hier... Das ist so schwer zu erkennen. Das ist wirklich schwer zu erkennen, finde ich jedenfalls. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber für mich ist das echt ein bisschen anstrengend, das herauszufinden. Aber wo könnte es sein? Ich blicke es leider nicht durch. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwas zu sehen? Nee, ich sehe hier leider gar nichts. Obwohl, warte mal, vielleicht da hinten beim Anfangsbereich. Hä? So. Ganz flott hier. Schade, dass wir nicht noch schneller rennen können. So, vielleicht ist da hier drin irgendwas. Okay. Da. Nee, das ist nur Übersetzen. Die alten Geschichten sprechen von... einer natürlichen Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Ah. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Okay, ja, gut, macht natürlich Sinn. Da hoch, da hoch. Nur unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Es heißt, dass sie einst die Welt beherrschten. Tja, Leute, also irgendwie komme ich hier drauf gar nicht klar. Okay, also jetzt bin ich wirklich so ein bisschen am Ende. Leute, ich danke euch trotzdem erstmal wieder fürs Reinschauen, weil... Keine Ahnung. Ich blicke hier gerade überhaupt nicht durch. Hier muss doch irgendwas sein. Okay, Leute. Es ist erstmal Feierabend. Es ist Feierabend. Lass uns erstmal schlafen gehen. Ah, gute Nacht. Okay, Leute. Ich danke wieder fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Part wieder.